Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times. Ja, nicht wundern, ich habe etwas weitergebaut offscreen, damit wir hier in der Good Old Times Season noch hoffentlich einen fertigen Flughafen sehen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe hier unten die Gepäckausgabe erstellt. Ich habe allgemein hier diesen Bereich erstellt. Ich habe oben diese Gates angeschlossen, jeweils mit einem Warteraum mit einer Schlange, jeweils mit drei Gate-Schaltern. So sieht eigentlich jeder Raum aus. Und das wollte ich eigentlich hier oben fortsetzen, komplett. Was ich zusätzlich gemacht habe, ich habe das ganze Paketbandsystem erstellt. Das heißt, dass die ganzen Paketbänder, auch die, wo hier außen liegen, alle samt angeschlossen. Und ich weiß nicht, ob das in der Folge noch war. Ich habe Treibstoff hierher geholt. Ich habe die Hangars befüllt mit Wägen. Und ich hätte fast schon gesagt, dass wir anfangen, die ersten Flüge reinzuholen. Dass wir das einfach mal testen, wie das funktioniert. Wir haben hier die Lufthansa mit einer Boeing 747. Oha, das ist krass. Abflugslot Any. Das ist okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir von der Lufthansa ein paar nehmen. Einmal eine ganz große. Oh, eine Boeing A380. Nehmen wir noch mit. Eine Boeing 787 können wir noch mitnehmen. Eine A350 nehmen wir mal mit. 737 können wir nehmen. 2747er. Sowas hier, eine A350 nochmal. Nochmal eine A350. Ich möchte mal gern nur große Maschinen sehen. So, machen wir noch am Abend. Flup PM, da können wir hier. Warum geht denn das immer hoch? Da können wir das so machen. Angebote und Verhandlungen, okay. Alle annehmen? Nein. So. Welche Gates sind denn angeschlossen? Muss ich erstmal gucken. Okay, ich fange oben an zu zählen, ist aber auch komisch. Also angeschlossen ist Gate 5. Gate 5 bis 13. Okay. Gate 5 bis 13. Kriegen wir hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele angenommen. Hier haben wir noch eine gelbe. Passt ja, gut. So, dann haben wir hier die 5. Ich weiß halt nicht, wie lange die Flugzeuge immer so brauchen.
bis die hier die Passagiere getauscht haben. So. Oh. Ich sag jetzt mal einfach, jedes Flugzeug bleibt 3 Stunden da. Oder auch 4. Die großen bleiben 4. Die kleinen bleiben 3. Das ist eine große, also die bleibt wieder länger. Ja. Was ist das? Das ist auch eine große, die bleibt auch länger. Das ist eine kleine, die bleibt 3 Stunden da. Das ist wieder eine ganz große. Und das ist eine kleine. So. Dann schieben wir das mal nach da. Das ist eine kleine, da reichen 2,5. Nur die braucht 3 Stunden. Braucht auch 3. Ich probiere das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das Spiel mittlerweile tickt. Müssen wir austesten. Ich hätte mal gesagt, so passt's. Aber jetzt noch die Evening. Das sind, glaube ich, alles große. Die können von mir aus 4,5 da bleiben. Huch. So. Warte mal, ich kann doch hier irgendwo Flugmanagement. Betriebsstart Landebahn. Ah, okay. Wir haben hier 36 RL. Und 35 R. Das ist für Abflüge. Achso, das ist Abflüge, das ist Ankünfte. Ah, okay. Könnten wir eigentlich auch umdrehen, oder? Das hier ist für Ankünfte. Und das für Abflüge. So. Betankungsdienst. Okay, Wartung. Okay, ich kann jetzt aber nicht direkt sagen, wo die jetzt landen. Das ist okay. So. Wieso sehe ich jetzt hier den Namen nicht? Achso. Weil da muss ich wahrscheinlich hin. Ah ja, okay. Das ist Anreise, das ist Abreise. Okay. Machen wir ein bisschen schneller.
Okay, noch kommen keine Leute. Wahrscheinlich gilt es erst ab dem nächsten Tag. Lass mal schauen. Ja, da kommen keine Leute raus. Ah, gucken wir mal. Was ist das? Mindestens ein zugewiesener Gate-Schalter erforderlich. Ja, okay. Sektor ist isolated and unreachable. Ja, ist okay. Kriegt ihr trotzdem hin. Wieso halten die eigentlich hier hinten? Wenn ihr das so habt, dann machen wir die Anreise halt weg bis hierhin. So, dann müsstet ihr ja eigentlich hier vorne halten. Wieso haltet ihr dort hinten? Achso, wegen dem Zaun. Ja, von mir aus. So, wir müssen jetzt einen Tag abwarten. Wann kommt denn der erste Flug? Glaube um 6 morgens, ja? Ja. Warte mal, wenn wir da jetzt Pause machen. Lufthansa hat ja bestimmt. Nee. Ganz früh am Morgen. Warum möchten die das nicht? Muss ich das erforschen, dass ich einen Nachtflugbetrieb machen kann? Wahrscheinlich. Komm, ich will das jetzt noch schnell sehen, ob das funktioniert. Immer noch keine. Immer noch keine. Um 6 Uhr kommen die ersten. Okay, warum ruckelt das denn jetzt gerade so? Ich hab nicht viele FPS. Komisch. Also stabil ist das Spiel immer noch nicht. Auf jeden Fall nicht auf XXL Maps. Komm, ein bisschen schneller, bitte. Das ist dem und dem zugewiesen und das ist dem und dem zugewiesen. Okay. Das dem. Ich glaube, hier stehen ein paar zu viele. Von den Teilen. Okay, egal. Das ist dem und dem. Okay. Macht überhaupt keinen Sinn, wie das da angeordnet ist, aber kriegen wir hin. So, wir haben 1 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, wann die kommen, aber ich denke, 3 Stunden vorher sollten die ja schon anreisen. Das heißt, um 3 wäre das. Oh, also entweder kommen sie jetzt mit dem Bus oder mit dem nächsten.
Da die auch durchfahren, denke ich mal mit dem nächsten. Oh. Bin ich gespannt. Ja, da kommen schon mal welche. Was, was, was? No checkbag, okay. Checkbag is carried. Umwelt ist hier ganz sch. Ne, was? Lufthansa mit Gate A5. Hunger? Oh, Hunger. Ups. Habe ich vergessen. Ach du Heilige. Okay, jetzt strömen sie rein. Okay. Was ist jetzt mit dir? Ach du. Hä, Leute, seid ihr blöd? Hier geht's hoch. Was, 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 was? Economy haben keine Warteschlange an einem Sicherheitscheck, der zu diesem Gate führt. Ew, da fehlt der Eingang. Du hast vollkommen recht. Schnell Tür, Tür. Alter, was ist das denn? Was, 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 was genau macht mir da? Wieso, wieso steht denn ihr da so blöd in der Gegend rum? Alter! Was, 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 was? Warum gehen die denn alle wieder? Pursuing LRT-Plattform. Frustration, Umwelt, Hungerblase, ausruhen. Alter. Ja, okay, gut. Ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch was. Ciao.